Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die neuen Erkenntnisse im Abgasskandal bei VW beschäftigen jetzt auch die Politik. Die Bundesregierung forderte vom Konzern rasche Aufklärung und warnte davor, die Kosten auf die Verbraucher umzulegen. Unstimmigkeiten gibt es mittlerweile nicht nur bei den Stickoxidwerten, sondern auch bei den CO2-Werten zahlreicher Fahrzeuge. Das ist auch deshalb von Bedeutung, weil bei neuen Autos die Höhe der Kfz-Steuer ganz wesentlich vom CO2-Ausstoß abhängt. Jetzt auch noch mehr klima- und gesundheitsschädliches CO2 als behauptet. Von 800.000 Volkswagen-Fahrzeugen sind auch knapp 100.000 Benziner betroffen. Die VW-Affäre weitet sich aus. Weil CO2-Emissionen die Höhe der Kfz-Steuer mitbestimmen, wurden offenbar mehrere Jahre zu wenig Steuern bezahlt. Verkehrsminister Dobrindt nimmt den VW-Konzern in einer Aktuellen Stunde im Bundestag in die Pflicht. Deswegen sind wir schon in Abstimmung mit dem Finanzministerium und arbeiten an einer Gesetzgebung, die dafür sorgt, dass nicht der Kunde durch diese Mehrkosten bei der Kfz-Steuer belastet wird, sondern der Volkswagen-Konzern. Auch da steht Volkswagen in der Verantwortung. Die Opposition wirft Dobrindt Versagen bei der Aufklärung der Affäre vor. Nachprüfungen durch das Kraftfahrtbundesamt, eine Untersuchungskommission des Ministeriums, all das sei zu wenig. Viel zu lange hätten die politisch Verantwortlichen weggesehen. Und eine Bundesregierung, die verantwortungsvoll handeln würde, würde die Strukturen schaffen, würde diese Industrie vor sich selber schützen, würde kontrollieren, würde ihre Verantwortung wahrnehmen. Das tut sie aber nicht. Experten fordern, das für Abgasprüfungen zuständige Kraftfahrtbundesamt müsste sämtliche Hersteller wesentlich schärfer untersuchen. Verkehrsminister Dobrindt lässt inzwischen Abgasnachprüfungen bei allen deutschen Automobilkonzernen durchführen. Offenbar besteht die Sorge, dass auch andere manipuliert haben könnten. Wann Ergebnisse vorliegen, will er im Moment nicht sagen. Wie wird der CO2-Ausstoß ermittelt und wie aussagekräftig sind die Herstellerangaben? Auf tagesschau.de haben wir noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst. Die Bundeswehr will sich stärker als bisher engagieren, um die große Zahl an Flüchtlingen in Deutschland angemessen unterzubringen und zu versorgen. Verteidigungsministerin von der Leyen kündigte heute an, dass zusätzlich Tausende von Soldaten dafür bereitgestellt werden sollen, auch um die ehrenamtlichen Helfer zu entlasten. In Bayern informierte sich heute der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung Altmaier über die Situation an der Grenze zu Österreich. Ortstermin. Der Flüchtlingskoordinator heute am Grenzübergang Wegscheid in Bayern. Die Menschen kommen unvermindert, die Helfer stoßen an ihre Grenzen. Altmaier drängt auf bessere Zusammenarbeit mit den Nachbarn. Wir wissen, dass wir eine Lösung der Flüchtlingsfrage nur international schaffen können. Wir können aber dazu beitragen, dass hier in den Grenzregionen die Lage wieder erträglicher wird. Angesichts des Streits in der Koalition über die Flüchtlingspolitik versichert der Kanzleramtschef, man bemühe sich beim morgigen Spitzentreffen in Berlin, Ergebnisse zu liefern. Auch die Sozialdemokraten signalisieren vor dem Flüchtlingsgipfel erneut Einigungswillen. Allerdings machen sie mit Blick auf die umstrittenen Transitzonen auch klar: Wir wollen nicht, dass Menschen in Haft genommen werden. Und meine Damen und Herren, dabei bleibt es auch. Statt umzäunter Transitzonen in Grenznähe will die SPD Registrierungszentren ohne Zaun. Die Bundeskanzlerin äußert sich heute zurückhaltend. Wir werden schauen, ob wir Einigkeit erzielen. Und sollten wir keine Einigkeit erzielen, müssen wir eben weiter verhandeln. Das wäre nicht das allererste Mal. Vor dem morgigen Spitzentreffen wird also weiterhin um Kompromisse gerungen. Nachdem es Kritik von allen Seiten gegeben hat, ist der Druck zur Einigung morgen groß. Offener Streit ist angesichts der Lage kaum noch vermittelbar. Und Übereinstimmungen sind erkennbar. Raschere Registrierungen, schnellere Abschiebungen. Das übrigens, darauf haben sich SPD und Union bereits verständigt, soll künftig auch für Flüchtlinge aus Afghanistan gelten.
Großrazzia gegen Schleuserbande. Die Bundespolizei ist in 3 Bundesländern gegen ein internationales Netzwerk vorgegangen. Schwerpunkt des Einsatzes war Nordrhein-Westfalen. Aber auch in Niedersachsen und Baden-Württemberg wurden Häuser durchsucht. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte, waren fast 600 Beamte im Einsatz. 7 Beschuldigte wurden festgenommen. Sie sollen Libanesen und Syrern mit gefälschten Dokumenten die Einreise per Flugzeug nach Deutschland organisiert haben. Für viele Flüchtlinge, die aus Griechenland kommen, ist Mazedonien ein wichtiges Transitland auf dem Weg nach Westeuropa. Unter ihnen sind immer mehr Frauen und Kinder, wie das Hilfswerk UNICEF in Genf mitteilte. Im Flüchtlingslager Gevgelija seien im Oktober fast 3-mal so viele Frauen und Kinder registriert worden wie noch im August. Sie sind erschöpft, hungrig, traumatisiert, viele auch krank. Immer mehr Kinder fliehen über die Balkanroute nach Europa. Babys mit ihren Müttern, aber auch Jugendliche, die allein unterwegs sind. Sie haben Leid gesehen und erfahren. Tausende Kilometer Fußmarsch hinter sich. Oft, so UNICEF, sind sie schwer bepackt. Wir sehen hier definitiv eine krisenhafte Zuspitzung für Kinder. Wir dürfen nicht vergessen, dass 2015 schon 190.000 Kinder um Asyl gebeten haben. Das sind 700 pro Tag. Und ihr Anteil steigt dramatisch. Im August kamen 47.800 Flüchtlinge über die Balkanroute, unter ihnen 15.300 Frauen und Kinder. Im Oktober waren es 93.000 Flüchtlinge, 41.200 Frauen und Kinder, also fast 3-mal so viele wie zuvor. Schon jetzt müssen sie eisige Kälte ertragen, der Winter steht vor der Tür. Es fehlen Decken, Stiefel, Handschuhe, Schals, flüssige Nahrung für Babys. Die Zeit drängt. Das jüngste Kind, das ich gesehen habe, war 3 Tage alt. Mütter gebären und laufen einfach weiter. Wir müssen jetzt unser Programm für den Winter aufstocken, um Frauen, Kinder und Babys versorgen zu können. Das ist sehr dringend. Knapp 4 Millionen Euro Soforthilfe werden gebraucht. Und das wird für den Winter kaum reichen. Ein Ende des Zustroms Minderjähriger, so UNICEF, ist nicht in Sicht. Mehrere Flüchtlingsfamilien sind heute von Griechenland aus nach Luxemburg geflogen worden. Nachdem vor einigen Wochen bereits einige Eritreer von Italien nach Schweden gebracht worden waren, wurden damit jetzt zum 2. Mal Flüchtlinge umverteilt. Insgesamt will die EU 160.000 Menschen in aufnahmebereite Länder bringen, um vor allem Griechenland und Italien zu entlasten. Gruppenfoto mit Politprominenz. Nicht vielen Flüchtlingen wird so große Aufmerksamkeit zuteil. 6 Familien, 4 aus Syrien, 2 aus dem Irak, verlassen Griechenland, werden ausgeflogen nach Luxemburg. Sie sind sogenannte Kontingentflüchtlinge, auf deren Verteilung sich die EU-Mitglieder im September geeinigt hatten. Dieser Flug ist eine kleine europäische Erfolgsgeschichte in der Krise. 160.000 Flüchtlinge sollen aus Italien und Griechenland in einige andere EU-Länder gebracht werden. Nur 86 Menschen sind bisher tatsächlich verteilt worden. Wir dürfen heute die ersten 30 Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak verabschieden. Jetzt haben sie die Möglichkeit, ihren Traum auf eine bessere Zukunft wahrzumachen. Eine bessere Zukunft für einige wenige, Hoffnungslosigkeit für viele andere, wie hier auf Lesbos. Seit Tagen streiken die Seeleute. Am Hafen warten deshalb mehr als 6.000 Gestrandete auf ihre Überfahrt zum Festland, dem nächsten Schritt ihrer langen Reise. Niemand verlässt seine Heimat ohne Grund. Wir haben gerade eine Familie aus Aleppo getroffen. Diese syrischen Flüchtlinge versuchen, trotz aller Schwierigkeiten und Not zu überleben. Gestern Abend sind vor Lesbos erneut 5 Flüchtlinge ertrunken, nachdem ihr Boot gekentert war. 40 Menschen wurden gerettet. Sie reihen sich ein in Hunderttausende. Ihnen Zuflucht zu bieten, ist die Herausforderung für Europas Solidarität. Genau die hat der EU-Parlamentspräsident heute wieder einmal angemahnt. Der Bundesgerichtshof hat heute mit einer Entscheidung die Rechte von Mietern gestärkt. Die Richter billigten eine Verordnung des Landes Berlin, mit der Mieterhöhungen auf 15% innerhalb von 3 Jahren begrenzt werden. Ähnliche Regelungen gibt es in vielen Bundesländern. Sie gelten ausschließlich für bereits bestehende Verträge. Berlin, Ballungszentrum mit steigenden Mieten. Ein Vermieter aus dem Wedding wollte die Miete um 20% erhöhen. Die Mietpreisbremse greift nicht, sie gilt nur bei neu abgeschlossenen Verträgen.
Grundregel bei laufenden Mietverträgen wie hier, die Obergrenze, auch Kappungsgrenze genannt, ist 20% Erhöhung in 3 Jahren. Aber die Bundesländer dürfen auch regeln, dass die Obergrenze bei 15% liegt. Voraussetzung: Die Versorgung mit Wohnungen zu angemessenen Preisen muss gefährdet sein. Bestandsmieter sollen nicht wegen zu hoher Preise ausziehen müssen. Berlin hat fürs gesamte Stadtgebiet 15% Obergrenze festgelegt. Viel zu pauschal für alle Stadtteile, kritisiert der Vermieter. Wir rügen, dass die Verordnung sich erstreckt auf das gesamte Land Berlin und nicht differenziert zwischen den Teilgebieten, Klammer auf, Bezirken, in denen dieses Problem sich nicht stellt und denen, in denen es sich stellt. Der BGH gab dem Mieter recht. Grundrechte des Vermieters seien nicht verletzt. Berlin müsse die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt zwar begründen, habe dafür aber einen weiten Spielraum. Man muss sehen, dass es gerade in Ballungsgebieten äußerst schwierig ist. Die Frage, wo nun exakt eine angespannte Wohnraumsituation besteht, räumlich einzugrenzen. In Berlin ist die Obergrenze von 15% also zulässig. 10 weitere Bundesländer haben für bestimmte Gebiete dieselbe Obergrenze festgesetzt und müssen das jeweils begründen. Jedenfalls aber ist es ein Richterspruch mit Signalwirkung, auf den sich zahlreiche Mieter werden berufen können. Nach dem Absturz einer russischen Passagiermaschine über dem Sinai setzt Großbritannien Flüge aus dem ägyptischen Sharm el-Sheikh vorerst aus. Das teilte die Regierung in London am Abend mit. Grund sei die Befürchtung, dass in dem Flugzeug eine Bombe explodiert sein könnte. Experten sollen nun die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort überprüfen. Der Grünen-Politiker Volker Beck ist mit dem Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden geehrt worden. In Berlin erhielt er die Auszeichnung für sein Engagement für die jüdischen Gemeinden in Deutschland. Sein Kampf gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit sei vorbildlich. Beck leitet die deutsch-israelische Parlamentariergruppe des Bundestages. Seit 1957 wird die Ehrung verliehen und erinnert an den liberalen Rabbiner Leo Beck. Der durch seine Vati-Leaks-Enthüllungen bekannt gewordene italienische Journalist Nuzzi hat eine massive Geldverschwendung im Vatikan angeprangert. Nuzzi stellte heute sein neues Buch in Rom vor. Es geht um Geldgier, Missmanagement und um den Widerstand gegen die von Papst Franziskus angestoßenen internen Reformen. Der Vatikan wies die Darstellungen zurück und sprach von überholten Informationen. Wenn dieser Mann ein Buch veröffentlicht, dann geht es um die Mächtigen im Vatikan. Gianluigi Nuzzi zeigt die Missstände innerhalb der Vatikanmauern auf, zuletzt 2012 bei der Vatikanbank IOR. Sein neues Buch »Alles muss ans Licht« prangert die Geldverschwendung innerhalb der römischen Kurie an. Als Franziskus 2013 angetreten ist, hat er seine Kardinäle so ermahnt: Passt auf die Ausgaben auf, die sind außer Kontrolle. Papst Benedikt hat die dramatische Finanzlage nicht in den Griff gekriegt, Franziskus musste sich ihr dann stellen. Vati-Leaks die zweite. Streng vertrauliche Dokumente wurden Journalist Nuzzi wohl von ihnen zugespielt. Ein Monsignore zurzeit im Vatikan unter Arrest und diese Mitarbeiterin. Beide hatten sie an der vatikanischen Wirtschafts- und Finanzreform gearbeitet. Der Vorwurf nach Auswertung der Dokumente, Gelder eigentlich für Bedürftige bestimmt, seien zweckentfremdet worden. Bei den Spenden des sogenannten Peterspfennigs kamen nur 2 von 10 Euro am Ende beim Papst für wohltätige Zwecke an. Der Rest ging an die Kurie. 2012 sollen von Spenden in Höhe von 53 Millionen Euro allein 36 Millionen für den Unterhalt der Kurie verwendet worden sein. Einige Kardinäle wohnen in riesigen Wohnungen, der Papst dagegen auf wenigen Quadratmetern. Aus dem Vatikan hieß es heute, die Informationen seien teilweise veraltet. Außerdem entscheidet der Papst frei über die Verwendung des Peterspfennigs. Dazu gehöre außer der Hilfe für Arme auch der Unterhalt der römischen Kurie. Die Lottozahlen: 5, 12, 24, 33, 40, 45, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 5. November. Der Süden Deutschlands liegt noch unter Hochdruckeinfluss, während eine atlantische Tiefdruckzone im Norden für wechselhaftes Wetter sorgt.
Dort sowie im Westen gibt's heute Nacht etwas Regen, sonst teils wolkig, teils klar, vor allem im Süden Nebel. Der kann sich morgen teilweise zäh halten, aber insgesamt zeigt sich die Sonne im Süden am häufigsten. Im Norden dagegen viele Wolken und stellenweise Regen. Am Niederrhein heute Nacht bis 11, an den Alpen um 0 Grad. Morgen 6 Grad im Dauernebel bis 18 Grad bei Sonne im Südwesten. Am Freitag erwartet uns ähnliches Wetter bei bis zu 20 Grad. Auch am Samstag ungewöhnlich mild, aber mehr Wolken, in der Nordhälfte Regen, dazu teilweise stürmischer Wind, im Süden freundlicher. Am Sonntag zeigt sich die Sonne wieder häufiger. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr spricht Karen Miosga über den VW-Skandal mit der Deutschlandchefin von Transparency International. Außerdem das Geschäft mit den Flüchtlingen, wie das System der Schlepper funktioniert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.